So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Banished. Ihr seht schon, richtig geiles Game von Steam. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Tutorial an. Das ist jetzt so, sage ich mal, ein Nebenprojekt von mir, worauf ich mich aber schon richtig freue. Das Spiel spielt übrigens auf Englisch. So, ich werde es mal so ein bisschen übersetzen. Wir sind jetzt hier in Banished und haben jetzt hier noch neue Leute, mit denen wir ein neues Leben beginnen sollen, sage ich einfach mal. Ich muss sagen, die Grafik ist eigentlich recht geil. So, wir machen mal kurz. Aha. Next. So, wir können jederzeit mit Escape oder mit diesem Zeichen hier unten können wir jederzeit einfach mal weitergehen und ins Escape-Menü zu gehen. Das ist natürlich die Frage. Ich frage mich immer noch, woher das Spiel ist. Hier seht ihr schon, wir können schön moven. Wie groß ist eigentlich die Map? Sieht auf jeden Fall, also das Spiel ist, glaube ich, von gar keinem so großen Entwickler. Und hier kann ich jetzt mal rotaten, so. Oh Gott, was ist denn das? Achso, wir können jetzt... Insult and Delete hier. Wir können jetzt die Geschwindigkeit von der Kamera ändern. Okay. Na, was soll's? Ich frage mich immer noch, von wie vielen Leuten das entwickelt wurde. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir können jetzt noch die Steuerung ändern. So. Die Leute brauchen drei Sachen, um zu überleben. Und zwar Essen, einen Platz, wo sie es warm haben, und Shelter. Fragt mich nicht, was Shelter ist. Ich habe keine Ahnung. Es regnet. Fällt mir gerade so auf. Ist richtig episch. Was ihr schon merkt, das ist gerade ziemlich, sage ich mal, improvisiert, weil ich das gerade nachkommentiere. Ich habe ein Logitech G35 Mikrofon. Und da gibt es so eine schöne Logitech Gaming... Na, wie heißt der Scheiß? Kann man nachgucken. Logitech Gaming Software. Und da kann man so ein bisschen an seinem Mikrofon rumbasteln, am Surround Sound. Und ich dachte mir so, guckst du das mal ganz normal an, habe ich eigentlich noch nie so richtig gemacht. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich baue gerade hier Häuser. Versuche es. Und dachte, oh, komm, probier's mal rum. Da war so ein Stimmverstellungsding, was man eigentlich echt nicht braucht. Und ich habe es aus Versehen aktiviert. Und jetzt war das die ganze Soundspur von dem Ding mit so einer hohen Piepstimme. Oh, das war so schrecklich. Ich habe mich so geärgert. Und jetzt kommentiere ich das Ganze einfach nach. Ich hoffe, es wird nicht schlimm sein. Ist auch nur das Tutorial, also nehmt mir. Ist ja auch sehr uninteressant. Es wird alles nur erklärt. Ich kann jetzt hier noch solche Areas auswählen, wo dann das ganze Holz und Stein gefällt werden soll. Ich kann hier auch noch schön Lagerhaus bauen. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Würde mich echt interessieren, weil ich muss sagen, ich finde es richtig geil. So, wir können hier natürlich auch noch. Also jeder Dorfbewohner, sage ich mal, kann Holz abbauen und Stein, aber für Arbeiter, die Sachen bauen können, da brauchen wir extra Leute. Also extra Arbeiter hier unten. Hier oben seht ihr schon im Menü, wir können da so viel einstellen, wie wir wollen. Im Prinzip ist halt Tutorial, das ist vorgeskriptet. Wir können leider nur so und so viel machen. So, jetzt kann man endlich auch unser Häuschen bauen. Sogar mehrere, weil wir ja jetzt so viel Rohstoffe haben. So. Mit T und R kann ich das ganze Häuschen dann drehen. Okay. Okay, was ist das? Aber wir haben einen Zeitraffer. Okay, sieht echt geil aus. Und es wird Sommer. Geil. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir echt immer mehr. Weil ich finde es einfach nur... Okay, die Grafik ist jetzt klar, ist nicht die überragend, sagen wir einfach mal so, wie es ist. Aber ich muss ehrlich sagen, es sieht einfach stimmig aus. Und solange die Grafik stimmig ist, gibt es eigentlich nichts zu meckern am Spiel. Ich finde es okay, die Animationen bei solchen Spielen sind immer ein bisschen dürftig ausgefallen, sage ich einfach mal. Ihr seht schon, die laufen da jetzt alle hin und legen die Sachen ab. Es gibt auch Tiere. Okay, wir können auch irgendwie Slow-Mo oder sowas machen. Bis mal 10. Slow-Motion. Okay, und ja, ist das ein Häuschen oder wie? Ihr seht schon, die bauen jetzt hier unsere schönen Häuschen, in denen sie dann auch wohnen können, wo wir dann natürlich auch unsere Kapazität mit den Bürgern erhöhen und wo sie es auch schön warm drin haben. So, ist eine Sache haben wir schon mal erfüllt. Ums Essen müssen wir uns noch kümmern und um Scheltern müssen wir auch mal wissen, was das überhaupt ist. Aber ich denke, das kriegen wir sicher auch noch raus. Habe ich gar nicht erklärt, dieses Zeichen, das mit dem Haus, heißt, dass sie noch obdachlos sind. Also, dass sie keinen Platz zum Leben haben, sag ich mal.
Das ist jetzt aber alles nur ein Tutorial, wie gesagt, vorgescriptet. Wir werden das also auch hier nicht eine riesige Stadt aufbauen. Das wird mehrere Schritte von dem Tutorial geben, wo uns verschieden erklärt wird, was wir zu tun haben, wie wir es zu tun haben und wann und wieso. Seht ihr unten jetzt, dass uns Holz fehlt. Und Steinwurst, glaube ich, auch. So, wir haben uns unsere Häuser gebaut, sehr gut. Wir sind jetzt in Sachen baut, nur, okay, es gibt, Blaupläne, war das. Und Leute kümmern sich immer darum, dass das Haus gebaut wird, egal was ist. Okay, mit dem können wir jetzt Nahrung bauen. Ihr seht schon dieses Messergabel-Symbol. Heißt, dass wir Hunger haben. Wir müssen jetzt hier schon einen Fishing-Dock, einfach mal, sag ich, einen Fischershafen bauen, wo wir dann schöne Nahrung holen können. Das, wenn ihr euch erinnert, das war ja auch ein Ding, das wir gebraucht haben, um da zu überleben in dieser Welt von Banished. Ich weiß gar nicht. Banished hört sich, ich muss gerade mal gucken. Wie gesagt, ich bin gerade am Nachkommentieren. Das ist ein großer Vorteil, dass ich dann einfach mal schnell was gucken kann. Mal kurz hier in Google Übersetzer gucken. Mal gucken, was Banished heißt. Würde mich sehr interessieren. So. Banished. Das ist natürlich Englisch. Verbannt. Okay, war auch irgendwie klar. Banished. Verbannt. Passt aber irgendwie, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so zum Spiel, aber, ne? Die Frage ist jetzt nur... Ich frage mich echt... Okay, wir können Dirty Roads... Dirty Roads, oh yeah. Talk dirty to me, Road. Frage ist nur, wie groß die Welt ist. Das habe ich noch... habe ich schon ausprobiert, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich im Kopf, dass es auch noch ein Multiplayer zu dem Spiel geben soll, was natürlich richtig awesome wäre. Weil vor allem für uns Tobias, auf den bin ich das Spiel, über den bin ich auf das Spiel überhaupt schon gekommen. Könnt ihr euch bei ihm bedenken. Dass ihr euch so einen Scheiß ansehen müsst. Nee, Spaß beiseite. Ja, es wäre auf jeden Fall richtig, wenn da zum Multiplayer kommt, weil wir das dann zusammenspielen könnten. Auch jetzt gerade Heiko und Yannick, weil solche Spiele, muss ich sagen, sind echt extrem interessant. Auch wenn ich in sowas leider echt schlecht bin. Tut mir sehr leid, aber dafür kann ich nichts. Und noch ein Punkt, das Spiel läuft extrem flüssig. Ich hatte 100 FPS. Teilweise, okay, wenn ich reingezoomt habe, nur 50, aber echt extrem flüssig. Und ich habe mein Handy im Hintergrund vibrieren. Mann, bin ich ein Profi. Nicht. So, jetzt haben wir das Level los. Und wir haben ja endlich Ferien. Ihr wisst gar nicht, was für ein Geist. Wir würden in Baden-Württemberg. Da wird man schön von Narrenzünften befreit. Übrigens, ich hasse Narrenzünfte. Ist einfach nur schrecklich. Im Laufen so ganz gut, aber sonst, wah, meine persönliche Meinung. Und haben uns befreit, schön um 10 dann zu Hause gewesen. Für Ferien, das ist richtig episch. Und ich muss mich mal bei euch entschuldigen. Bei euch allen, ja, bei dir. Und bei dir da hinten übrigens auch. Ach, du hörst gar nichts. Ja, trotzdem bei dir auch. Weil gerade echt keine Videos kommen von mir. Ich bin momentan am Umziehen, was ein bisschen blöd ist, weil ich da echt momentan viel zu tun habe. Schule ist natürlich keine Ausrede, muss ich zugeben. Schule hat jeder zu tun, finde ich auch wichtiger als YouTube, muss ich ehrlich sagen. Genauso wie das Privatleben, aber irgendwie muss man das Ganze auf unter einen Hut kriegen, sonst ist man halt verloren und muss es eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Ich versuche ja auch Videos zu bringen, aber gerade jetzt auch mit XCOM Anime habe ich einfach keine Lust drauf momentan. Wer es verfolgt, ist übrigens auch ein Let's Play von mir, wer es verfolgt, sind ja alle Leute gestorben und da habe ich irgendwann mal keine Lust mehr. Aber keine Angst, ich werde es nicht hängen lassen. Ich werde da nicht weitermachen. So echt gut ausgerüstet, muss ich schon sagen. Wir haben uns jetzt hier, wo haben wir schon? 1.20 Uhr morgens. Und ich zock und kommentiere hier nach und oh, schrecklich. Ich werde damit nicht aufhören. Keine Angst, ich lasse es ein bisschen hängen. Ich weiß, tut mir wirklich leid. Aber ich möchte nur ein Spiel spielen, wozu ich auch wirklich Lust habe. Und dieses Spiel, ich bin so heiß drauf, das wird so cool. Und ich weiß gar nicht, von welchem Entwickler das ist, aber ich glaube, Gronkh spielt es auch. Ich weiß gar nicht. Ich gucke als YouTuber, guckt mal, also ich weiß noch, bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich so viele Let's Plays geguckt, aber jetzt, du kommst einfach echt zu nichts mehr. Das Einzige, was ich immer zu kommen gucke, ist, oh, was gucke ich denn eigentlich? Ich gucke eigentlich echt sogar relativ wenig. PewDiePie ist eigentlich der größte YouTuber. Ist echt der größte YouTuber. War bei Social Play sogar mal vor YouTube mit Abonnenten, was auch geil ist. Wenn er mehr Abonnenten als YouTube. Von dem habe ich mal hier South Park Stick of Truth angeguckt, was auch ein richtig geiles Spiel ist. Aber sonst kommt man echt zu nichts. Ist echt schade, muss ich sagen. Aber sonst
echt nichts. Und dazu gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht so viele Videos, weiß ich ja nicht. Deswegen würde mich eigentlich freuen, wenn man so schreibt, was ihr denn da so von diesem Game haltet. Ihr seht schon, ich bin das hier gerade am. Noch an Ressourcen, wie ich dann an die Ressourcen komme zu lernen. Das muss nämlich auch mal sein. Wir können jetzt irgendwie unsere Arbeiter schön dort befehlen, dass sie Holz hacken sollen. Und dies mit dem, sag ich mal, Vorspulen, mit dem Zeiteinstellung, habe ich das Gefühl, ist ganz, ganz wichtig. Weil wir so irgendwie die ganze nur gezeigt haben, sonst nichts. Wir haben jetzt hier auch eine schöne Hilfe von Banished. Gameplay Overview und oh Gott, ist das schrecklich, da gibt es so viele Sachen. Aber finde ich gut, weil es gibt manche Spiele, bei denen muss man sowas einfach nachgucken. Und Learning Biking ist auch geil. Und wir wissen jetzt, wie wir unsere Leute versorgen können mit Essen. Jetzt geht's ans Handeln, beziehungsweise nicht ans Handeln, sondern an die anderen Rohstoffe, wie zum Beispiel Nähen. Wir brauchen einen Schmied, wir brauchen einen Florist. Florist ist echt ein blöder Name, fällt kein anderer Name dafür ein, tut mir leid. So, wir brauchen erstmal eine Schmiede und einen Schneider. Taylor heißt laut meines Wissens Schneider. Ich kann gerade nochmal nachgucken, aber ich bin mir relativ sicher. Sowas in der Art wird es auf jeden Fall heißen. Es sei denn, ich liege jetzt komplett falsch, dann tut es mir sehr leid. So. Sehr gut mit guten Übersetzer. Taylor Schneider. Was bin ich für ein Englisch-Pro-Skill? Ich weiß. Vielen Dank. Hört auf, Sabo. Danke. So, ihr seht schon, das ist ja gar nicht mehr unzerstört, glaube ich. Ja, es war immer noch Newsbury. Aber sieht ein bisschen verändert aus, sag ich mal. Hat irgendjemand AFK weitergespielt, würde ich sagen. Wir bauen hier, ich muss sagen, richtig geil. Auch von so jetzt, von den, wie gesagt, Grafik nicht best, ist halt stimmig. Aber ist gerade von den Raucheffekten oder so, finde ich es echt nicht schlecht, sagen wir mal so. Was mich noch ein bisschen stört, ist der Mauszeiger im Bild. Beziehungsweise, ich hätte mir da eher so einen Mittelalter-Mauszeiger gewünscht. Vielleicht kommt das ja noch. Wir können jetzt hier unserem Schmied befehlen, was er denn herstellen soll. Wir können das Limit einstellen, was er dann so machen soll. Ob ich ein bisschen gefällt, weil ich nutze, was ich einstellen kann. So. Er kann halt alles produzieren, was jetzt so, sag ich mal, Iron Bars und auch für, rein theoretisch ja auch für Waffen, aber das ist ja nebensächlich. So. Unser Schneider, der kann Jacken herstellen, wie man schon sieht. Die geben Warm. Aber wir machen erstmal ein bisschen Lede. So. Mit dem Zeichen, wenn sie dieses Pause-Zeichen haben, machen sie gar nichts. Was man eigentlich, glaube ich, vermeiden sollte in der Regel. Zumindest intelligent, sage ich einfach mal. Und während die das hier bauen, muss ich gerade überlegen, wie schneide ich das denn zusammen? Ich glaube, so lange wird es gar nicht gehen. Ich schneide es wahrscheinlich zu einem großen Part zusammen. Gute Frage. Seht schon auch, es wird immer schon angezeigt mit diesen Zeichen. Echt eine gute Frage, wie stelle ich das zusammen? Ah, das Ding ist 21 Minuten, ich kann es eigentlich gar nicht mehr umschneiden. Na, werdet ihr ja sehen. Übrigens, falls ihr eine Idee habt, was ihr denn so an Videos noch sehen wollt, außer jetzt irgendwie Rouge oder sowas, haben wir ja jede Menge auf unserem Kanal, oder Third Age, ich glaube, was er nicht macht, einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich habe momentan, wie gesagt, nach dem Umzug, wenn ich umgezogen bin, ich habe so viel Zeit, ich habe im Prinzip mein eigenes Stockwerk, wo ich wirklich rumschreien kann wie ein Irrer. Ich könnte mir da drin einwedeln, so laut wie es geht und niemand muss hören. Oh Gott, was sind das für Beispiele? Wie gesagt, das ist zu spät. Da kann ich so viele Videos machen, weil momentan wohne ich ja noch in einer Wohnung. Da muss man halt echt auf die Nachbarn und alles Mögliche achten. Kann man da nicht so rumschreien und da wird es echt viel, viel besser. Wirklich, kann ich euch garantieren. Keine leeren Versprechungen hier. So, jetzt geht's um das Ganze mit. Das ist echt schon spät, tut mir wirklich leid. Mit Fischen, mit Jagen, mit Sammeln, mit allen möglichen Anpflanzen. Und das ist auch ein großer Bestandteil, weil wir müssen ja irgendwie Essen kriegen. Wir können ja nicht immer nur fischen und sonst nichts. Wir müssen ja auch jagen, wir müssen ja auch anpflanzen, wie zum Beispiel mit Farmen. Der Mauszeiger stört mich echt noch. Überlegt euch da mal schön so einen schönen Age of Empires Mauszeiger oder sowas rein. Wir müssen natürlich wieder so ein Gebiet markieren für unser Vieh. Was wir dann auch mischen bzw. jagen können. So. Wir können jetzt hier Gathering hieß sammeln. Ernten, sowas in der Art.
Doch, gather ich sammeln. Was? Gathering? Versammlung. Okay. Aber sowas in der Art ist ja klar. Ja, hab Englisch, eigentlich soll ich sowas auswendig wissen, aber ihr wisst ja, schrecklich sowas. Englisch. Ich finde aber Englisch echt eine schöne echt eine gute Fremdsprache. Wir konnten ja hier noch in der Schule wieder auf Französisch kochen und nähen oder halt Technik nehmen. Und ich habe mich dann leider doch für Kochen und Nähen entschieden, weil ich eine Schwuchtel bin. Nein, Spaß, weil der Techniklehrer. Boah, da. Boah. Da könnte ich gleich hier so. Ich glaube, ich lasse noch schnell so ein Pedobell übers Bild wackeln. So war da ungefähr drauf. Dann hatten wir auch einen Sport. Der hat uns einen Sport auf dem Boden, auf dem Schwimmboden liegen lassen und es rumzappeln lassen. Bei einem, der fit war und richtig geile, saftige Männermelone hatte. Ihr wisst schon, was ich meine. Und hat sie dann wahrscheinlich sehr, sehr aufgegeilt. Gute Frage eigentlich. Falls Sie zuschauen, liebe Grüße, Pedobell. Ich meine, ja, natürlich, Herr Sportlehrer und natürlich. Und ich hätte aber ehrlich gesagt echt Französisch genommen. Wie ja nicht so. Janik hat ja auch Französisch genommen. Heiko hat es gleich genommen. Ich war es auch ein bisschen blöd, muss ich zugeben. Weil Französisch bringt einfach so viel, gerade fürs Abi. Du kannst mit Französisch weitermachen. Du musst nicht irgendwie noch Spanisch anfangen. Oh Gott, Spanisch. Aber dann komme ich ja voll wie so ein Drogendealer rüber. Na, was soll's. Einer muss ja Drogendealer. Und die bauen hier gerade, die sind schon im Zeitraffer, ist so ein bisschen, na, es lag nicht, aber es ist halt nicht ganz so flüssig. Jetzt ist nur noch die Frage, ich bin gerade echt noch am überlegen, das habe ich schon oft gesagt, nur noch die Frage. Nur noch eine einzige Frage. ich will mich jetzt einmal nach Multiplayer dafür erkundigen. Das würde mich echt interessieren, weil ich habe von Tobi erfahren, dass die da lautstark nach einem Multiplayer schreien. Was mache ich eigentlich? Bin ich eigentlich blöd im Kopf oder was? So, Steam ist doch eine wunderschöne Seite. Und nicht Stream. Aber nicht egal, Stream. Wir gehen auf Steam. Fast genau gleich vom Namen her. Und gegen Banished ein. So, 19 Euro. So, von dem lieben Entwickler. Shining Rock Software, das ist ja ein Indie-Spiel, was eigentlich schon klar war. Bisschen Strategie- und Simulationsspiel. Gibt es eigentlich relativ viele Spiele von sowas und die arbeiten an Updates, okay. Okay, aber so viel gibt es gar nicht. Okay. Übrigens, bei jedem Let's Play von mir könnt ihr in die Videobeschreibung schauen. Seht ihr eine ganze Beschreibung über das Bild. Und jetzt würde ich sagen, geht mal ans Handeln. Auch sehr wichtig in diesem Spiel. Wir können über Flüsse in unserer Stadt, nur über Flüsse in unserer Stadt, so wie ich das jetzt verstanden habe, sonst kommen nämlich die Händler dort nicht an. Was natürlich blöd ist. Ihr könnt auch irgendwie auf Pause drücken, euch das nochmal genau durchlesen, wenn ihr das Englischen mächtig seid. Aber ich muss sagen, das Ganze sieht echt schon recht gut aus, das Spiel. Ich meine, okay, das war so jetzt nicht wirklich. Auch ist es schon realistisch, müsste man zugeben. Sieht zwar nicht wunderschön aus, aber immer realistische Welleneffekte waren ein bisschen gescriptet, aber was soll's. So, in einem, sag ich mal, Handelsposten können wir alles verhökern, was wir nur in der Stadt anbauen. Wir können, was weiß ich, Nuten, Koks, Crystal Meth, was immer wir dort anbauen, können wir alles verhökern. Und die kaufen uns dann einfach ab. So einfach ist es. Ja, wir brauchen halt einfach einen Fluss in unserer Stadt. Wir können hier auch unseren Meth, hier auch mal 100 Meth, bisschen Crack. Hier noch die Arbeiter, die das Ganze natürlich verkicken. Die ganzen Dealer, die das verkaufen. Stellen wir auch mal 4 Stück ein. So, braucht natürlich alles, bis das alles verkauft ist. Deswegen haben wir mal 10 Geschwindigkeit hin. Ja, Dreieck. So, aber ihr seht schon, hier 6% voll ist unser Lager. Wir haben echt gut Stauraum. 8%, oh nein, 9%. Es steigt immer mehr, wir werden alle drauf gehen. 11%, oh nein. So, jetzt können wir schon handeln. Wir kriegen von ihm Chicken. Oh, cool. Und müssen dafür, wir kriegen Chicken. Ach, das sind jetzt die Kassandi, der Livestock-Handler aus der Stadt Kassandi. So. Wir können jetzt, okay, wir müssen mit unseren Stoffen handeln und können uns hier einstellen, wie viele Stoffe wir müssen wahrscheinlich alle verhökern. Einfach mal drauf damit. So, handeln. Okay.
Wir haben jetzt Chickens in unserer Farm, wie ihr da unten schon seht. Heiße Chicks haben wir da. Und, okay. Wenn wir angegriffen werden, kommen die da rein. Und die Arbeiter füllen das einfach immer wieder auf. Finde ich natürlich sehr gut. Super Service hier. Besser wie bei der Airline. So. Aber wir können noch automatische Bezahlung sowas einstellen. Ah, wir können es im Prinzip so als, sag ich mal, Handelsroute machen. Wir stellen jetzt hier, sag ich mal, 500 Holz ein. Ich klicke übrigens wahllos durch, weil ich nicht kapiere, was ich machen muss. Können es einfach so machen. Und dann wird es automatisch verkauft. Das ist natürlich cool. Wir können auch die Reihenfolge ändern, was zuerst verkauft wird und was als letztes verkauft wird. Oh, hört auf, gar keine Chicks. Und jetzt kein Essen. So, okay. Ah, hier sind noch bestimmte, sag ich mal, Bestellungen, Aufträge von Städten, die wir da annehmen können. Okay. Wir haben alle Tutorials gemeistert. Ha. Huh. Geil. Wir wissen jetzt, wie man im Prinzip eine Stadt aufbaut in Banished. Und mich würde es wirklich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar schreibt, wie ihr das Spiel denn so findet. Weil ich persönlich, also ich finde es echt gerade richtig geil. Und wenn ihr wollt, könnt mir auch Tipps geben. Solche. Ich bin nicht bei wirklich kompletter Neuling. Tut mir echt leid, ich weiß leider gar nichts darüber. Könnt ihr auch, wenn es da Multiplayer gibt, könnt ihr mal auch gerne mal schreiben, ob ihr damit mir zocken wollt, wenn ihr euch es denn wagt, eure Stadt in so eine Verdammnis zu schicken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei vollständigen LP oder bei einem anderen Video. Macht's gut. Ciao.